Wenn es heiß ist, heißt es viel trinken, sich zu entspannen und die Aussicht zu genießen. Als sich viel zu viel zuzumuten. Das Herz-Kreislauf-Versagen steht in der Statistik bei den alpinen Notfällen ganz oben. Die Menschen überschätzen sich und diese körperliche Überforderung wird dann zum totalen Risiko. Ei! Jetzt müssen wir uns an die ABCDE-Regel halten. A. Um die Atemwege frei zu halten, wird der Kopf leicht überstreckt. B. Ist der Patient bei Bewusstsein, so kann man durch leicht erhöhten Oberkörper die Atmung unterstützen. C. Um einen Herzinfarkt auszuschließen, fragen wir den Patienten, ob er ein Ziehen oder einen Druck irgendwo am Oberkörper verspürt. Ein zusätzliches Abtasten von Oberkörper, Becken und Oberschenkel ist notwendig, um etwaige Blutungen oder Verletzungen, die der Patient sich bei einem Sturz zugezogen haben könnte, zu erkennen. D. Um einen möglichen Schlaganfall zu erkennen, wenden wir den FAST-Test an. F für Face. Bitte die Person zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, so deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin. A für Arms. Bitte die Person, beide Arme nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einer Lähmung würde das nicht funktionieren. Ein Arm würde nach unten hängen oder sich drehen. S für Speech. Lass die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Sag jemand Durst. Ich mag ein Bier. Ist die Person dazu nicht in der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, besteht Handlungsbedarf. T für Time. Falls ein Szenario zutrifft, zögere nicht, wähle unverzüglich die 140 und schildere die Symptome. Zusätzliche Abfragen sind notwendig, um eine mögliche Unterzuckerung oder einen Flüssigkeitsmangel zu erkennen. Wann war die letzte Mahlzeit? Wann und was hat er zuletzt getrunken? Hat er weitere gesundheitliche Beschwerden? Als nächstes bringen wir den Patienten in den Schatten. Geht's? Oh. Ein kurzer Tipp zum Schluss. Das Bier auf der Hütte ist zwar gut, aber tückisch. Koffein und Alkohol regen den Harnfluss an. Du musst aufs Klo, verlierst Flüssigkeit und setzt dich einem Risiko aus. Drum, bei Hitze trink auch Wasser. Nur Kaffee, Bier oder Wein, lass das sein. Thank you.